Moin, moin, der große Rote hier. Willkommen zurück zum nächsten Teil meines Magic Guide. Und zwar gucken wir uns heute die Lehre des Nurgle an. Wie die Lehre des Nurgle schon sagt, ist das so nur nutzbar für die Nurgle-Fraktion. Das heißt einmal für die Dämonen-Fraktion des Nurgles. Das ist einmal der hier, der gute Kugav. Und natürlich können die, haben wir sie, die Chaos-Krieger. Haben wir sie. Hier, da. Kann natürlich der gute Dr. Festus von den Chaoskriegern auch drauf zugreifen. Ne? Also die Spells hier unten auch mit drin. Das sind quasi die beiden Rassen, die dort drauf Zugriff haben, beziehungsweise die beiden Fraktionen. Ja, Lehre des Nurgles können wir uns gleich mal angucken. Die Passive ist recht interessant. Ist quasi eine Passive, die uns, wenn wir zaubern, allen Einheiten für 5 Sekunden 0,2 HP pro Sekunde wiederherstellt. Von Verbündeten natürlich nur. Ist sehr gut zusammen mit, wie gesagt, mit Nurgle. Ist halt seine Schule, weil er sehr viele Einheiten hat, die einen hohen Basewert HP haben. Und je höher natürlich der Basewert ist, Lebenspunkte technisch, desto höher ist natürlich auch die Lebenspunkte, die er quasi dadurch wiederherstellt. Hat auch keinen Cooldown. Das heißt, ihr könnt zaubern, 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 Zauberchain nach 5 Sekunden Abstand. Und könnt wirklich dort sehr, sehr viel rausholen. Ja, das ist eine Lehre, die auch wieder ziemlich zugeschneidert ist auf die Fraktionen, die sie quasi nutzen können. Die gute Nurgle und der gute Festus sind beides Fraktionen, die sehr langsame Einheiten haben, sehr von sich aus schon sehr tankige Einheiten haben. Dementsprechend besitzen wir hier eine sehr schöne Mischung in dieser Schule aus Damage, Debuff, Buff und Heilungszauber. Also Buff-Zauber nicht, aber Debuff, Damage und Heilungszauber. Das ist eine sehr schöne Mischung. Fangen wir gleich mal an mit dem ersten. Das ist so einer eurer Bread-and-Butter-Spells. Mit dem fangt ihr quasi auch an, wenn ihr euch einen Magier des Nurgles holt. Und zwar ist es Miasma der Pestilenz. Ihr seht schon, extremst billig. Kostet nur 4 Energie. Kann auch noch gedrückt werden in der Kampagnenkarte. Ist ein Fluch, der im normalen Modus auf eine Einheit gecastet werden kann, was Nahkampfangriff und Angriffsbonus reduziert für 21 Sekunden. Selber hat er 28 Sekunden Cooldown. Kann natürlich so im Standardmodus einfach auf gefährliche Einheiten, ne, am besten auf Run-Charge eine Kavallerie oder so, dann wird der Ansturmbonus reduziert und die Nahkampfangriffe schon mal runtergeschraubt. Also alles, was Run-Charge, kann das natürlich präventiv drauf bekommen. Denkt dran, ihr habt ein kleines Delay, eine kleine Casting-Zeit, die hier leider nicht angezeigt wird. Also es ist nicht instant da, sondern ihr habt so 2 Sekunden oder so, nachdem ihr draufgeklickt habt, wirkt der Zauber. Ja, kann halt für alles Mögliche benutzt werden. Wenn ihr das Ganze overcastet, dann sind wir bei 8 Magie, dann wird das quasi ein Bereichseffekt. Dann kriegt das einen 35 Meter Bereichseffekt. Ihr kriegt natürlich auch 50% Kontrollverlustchance und wirkt sich dann halt auf alle Feinde aus. Ist natürlich sehr gut mit Nurgle, weil Nurgle am Anfang sehr viel knubbelt. Das heißt, ihr steht sehr, sehr eng aneinander, weil ihr sehr vieles Auren habt in der Armee von Nurgle, die quasi in so 35 Meter Effektreichweite wirken. Sei es Heilung, sei es Tankiness, irgendwas, Führerschaft. Also ihr habt sehr, sehr viele Auren, die in dieser 35 Meter Effektreichweite wirken. Und da könnt ihr natürlich, wenn ihr da in einem Knubbel steht, könnt ihr quasi mitten einfach in euren Knubbel draufhalten. Und dann werden quasi alle Ränder eures Knubbels mit diesem Debuff belegt. Ist natürlich ziemlich krass. Sorgt dafür, dass ihr einfach nochmal sehr, sehr viel tankiger seid. Also der Spell ist wirklich gut. Den kann man quasi fast auf Cooler benutzen. Ein zweiter Spell, der absolut overpowered und broken ist. Keine Ahnung, was man sich dabei gedacht hat bei dem Spell, ist Strom der Fäulnis. Kostet 5 Magie. Ist quasi ein Atemspell. Ne? Das ist wieder ein sehr langgezogener Atemspell. Ein sehr dünner. Das steht ja auch langer, dünner, sich ausweitend, tropfenförmiger Angriff. Ihr seht es auch im Hintergrund. Das heißt, er fängt ganz schmal vorne an und wird quasi nach hinten breiter. Ihr wollt ihn immer so sitzen, dass das breite Ende quasi, das ist das Ende, die größte Masse an Gegner trifft. Das heißt, so wie er das dort castet, ist das falsch. Ihr seht es ja links, ne? Ihr seht es ja auf diesem kleinen Bild. Links neben den Einheiten hier, das muss quasi genau in dem Infanterieregiment enden, dann wäre der richtig gecastet, weil dort natürlich der meiste Damage rumkommt, weil ihr die meiste Fläche mit abdecken könnt. Ja, wie gesagt, 24 Schaden, 100% rüstungsdurchbrechenden Schaden, auch mit Magieschaden, ne? Ignoriert wieder physische Schadensresistenz, hat eine Dauer, einen Radius und Bewegungsgeschwindigkeit, ja,
gut. Das, was noch mitbringt, ist Kontakte Vergift. Das heißt, alle Einheiten, die davon getroffen werden, bekommen den Gift-Debuff für 10 Sekunden. Was Gift macht, kennen wir ja schon. Wenn nicht, seht das hier unten quasi nochmal aufgelistet. Sorgt halt einfach um, schwächt halt alle offensive Kampfstats quasi. Ja, hat einen Cooldown von 29 Sekunden. Eine Reichweite von 100 Meter, also der Magier muss da nicht unbedingt so nah dran stellen sein kann. Und das ist halt euer, ja, Bread and Butter Damage Spell. Das heißt, wir haben hier so den klassischen, wenn wir Gegner debuffen wollen und hier wollen wir halt damagen. Das heißt, die beiden Zauber wechseln sich quasi immer ab auf Cooldown. Ja, 24 Damage ist mir erstmal nicht viel. Das Schöne ist, es ist 100% rüstungsdurchbrechender Schaden. Das heißt, dieser Early Game Spell ist im Late Game genauso stark gegen hart gepanzerte Elite-Infanterietruppen wie im Early gegen leicht gepanzerte Billo-Einheiten. Er macht einfach übelst Schaden und wir können das Ganze, wenn wir wollen, auch noch overcasten. Dann erhöhen wir quasi den Schaden auf 36 Punkte. Dann müssen wir aber auch schon richtig gut setzen, eine richtig gute langgezogene Infanterielinie entweder haben oder halt einen großen Knubbel, wo wir halt mit dem Großteil des Spells quasi richtig schön viele Truppen erwischen. Ja, ist das absolut geil. Aber allein der normale Cast auf der Stufe für die 5 Magie und das hier, ne, sind halt zwei sehr billige Zauber, die halt auch beide um die 30 Sekunden Cooldown haben. Das heißt, man kann sehr schön, sehr regelmäßig seine Passive proppen. Ja, absoluter Fan. Ich benutze beide Zauber sehr, sehr gerne. Ja, dann ein Zauber, den ich so gut wie nie benutze, sehr, sehr selten benutze, ist Fluch der Aussätzigen. Es ist unser einziger Buff-Zauber quasi. Der kostet 7 Magie. Wir können einen Verbündeten anvisieren und können ihm 30 Rüstung und Nahkampfschadensreflexion plus 14 geben. Das Problem bei Nahkampfschadensreflexion plus 14, das heißt eigentlich nur so viel, dass immer wenn er Nahkampfschaden bekommt, quasi einen bestimmten Schaden zurückschmeißt. Das Problem ist, es wird dir leider nirgendwo in-game erklärt, wie viel Schaden das ist. Und so vom Zugucken, also wenn man den Spell castet in der Kampagne und dann die Monster draufhauen lässt, ist das wirklich extremst wenig Damage, die der zurückwirft. Also ich bin da kein großer Freund von, wenn ich ehrlich bin. Er hält 18 Sekunden, hat 43 Sekunden Cooldown, können das um 200 Meter in Reichweite casten. Wenn wir es overcasten, wird natürlich die Magie teurer, geht auf 10 Punkte hoch. Und dann kriegen wir 60 Punkte Rüstung, 28 Punkte Nahkampfschadensreflexion. Ja, das sieht man dann schon ein bisschen, da sieht man was. Aber ich bin der Meinung, das ist sein Geld wirklich nicht wert. Ich meine, also seine Magie nicht wert. Ich meine, ihr kriegt für 2 Magie quasi billiger, kriegt ihr quasi einen AOE-Schadenszauber, der wahrscheinlich das gleiche, wenn nicht sogar mehr macht und halt im AOE-Bereich. Damit können wir halt immer nur ein Ziel anvisieren. Wenn ich jetzt gesagt habe, okay, im Overcast-Modus visieren wir irgendwie im Bereich alle Ziele an, wäre das ja cool. Aber wir können nur ein Ziel anvisieren. Die Rüstung ist nett. No, sorgt einfach dafür, dass er weniger Damage bekommt. Ist wahrscheinlich eher was für Single-Target-Monster, die irgendwie reingerannt sind in den Gegner und jetzt zusammengekloppt werden. Ich meine, für Nurgle, wenn man das auf Kugav setzt, das ist euer quasi Startgeneral, der hat irgendwie 12.000 Hitpoints starttechnisch oder so und später geht der auf 15.000 Hitpoints hoch. Wenn man das auf Sova jemanden draufsetzt, der halt so ein großes Model hat und so viele Hitpoints hat, der kann natürlich die Rüstung viel, viel stärker verwerten. Und den dann irgendwo reinschickt in den Gegner und dann da, keine Ahnung, 4-5 Regimenter draufkloppen, könnte man den nutzen. Ich persönlich nutze ihn wirklich extrem selten. Also so gut wie fast gar nicht, weil der Schaden ist halt wirklich minimal und der Rüstung ist zwar nett, aber nur 7 Magie ausgeben für 30 Rüstung, dann cast ich lieber erstmal der Pestilenz im Overcast-Modus und verringere den Schaden 100-mal mehr, als wenn ich ihn quasi in die Rüstung mache. Ja, einen zweiten Spell, den ich so gut wie nie einsetze, einfach weil er absolut frech teuer ist, ist die ekelerregende Heimsuchung. Die kostet fucking 16 Magie. Das ist einfach lächerlich. Für 49 bis 99 Damage pro Sekunde. Also es quasi, können eine Single-Target-Einheit anwählen, machen quasi einfach direkt Schaden auf diese Einheit. Oh, 10 Sekunden Dauer hat's, Abkühlzeit 43 Sekunden. Ist halt so ein Ding, was man gegen Single-Target-Charaktere setzen kann, wenn man möchte. Man kann sie gegen Infanterie-Regimenter setzen. Also der hat, ja, ist ganz okay vom Damage her. Im Overcast-Modus, wenn ihr richtig rich seid, dann könnt ihr die Dauer auf 20 Sekunden verdoppeln. Also, dann sind wir aber bei 24 Magie. Also, ich weiß nicht.
Also ich finde diesen Spell, ich benutze ihn so gut wie nie. Also wirklich nie, nie. Noch weniger als Fluch der Aussätzigen. Die kann ich an einer Hand abzählen, die ich quasi in 100 Turns oder so benutzt habe. Er ist einfach zu teuer. Es liegt einfach daran, das ist zu teuer und zu wenig Schaden, der dabei rumkommt. Es ist halt. Keine Ahnung. Probiert's aus. Aber ich sage euch gleich, ihr werdet mit dem Spell absolut nicht glücklich werden. Ja, kann sowohl gegen Single Target als auch gegen größere Truppenkontingente eingesetzt werden. Ist da. Naja. Probiert's aus, ihr werdet sehen. Ja. Dann stattdessen caste ich lieber die Beulenpest. Das ist quasi ein Explosionszauber mit einem sehr großen Explosionsbereich. Und zwar in einem Radius von 20 Metern. Kostet 13 Magie. Das heißt, das Ding im AOE ist jetzt schon besser von den Magiekosten als das Ding Single Target, ne? Gut, das Ding hat auch nur 33% Armor Piercing. Kommt aber auch wieder mit Magieschaden daher. Das heißt, direkt eine physische Schadensresistenz. Ja, hat eine 7 Sekunden Aufladedauer. Das heißt, das sollte wirklich nur auf stehende Truppen, auf stehende Kontingente, die sich irgendwo festgebloppt haben oder so machen. Hat eine 49 Sekunden Cooldown. Ist quasi, ja, ihr seht es im Hintergrund, es ist ein riesiger, großer Eiterpickel, der rauskommt und dann explodiert und einfach Schaden macht. Ist sehr gut. Selbst wenn ihr nur die Hälfte des quasi des Bereichs quasi mit gegnerischer Infanterie tötet, erfüllt. Ihr könnt auch ein bisschen was mit eigener Infanterie füllen. Wie gesagt, ist halt eher was gegen leicht gepanzerte Truppen. Im Overcast-Modus erhöht sich der Damage dann nochmal, verdoppelt er sich fast. Ja, nicht ganz verdoppelt, aber kriegen wir nochmal einen guten Schwung Damage oben drauf. Erhöht den Explosionsschaden nochmal auf 72 Punkte. Wie gesagt, ist eher was gegen leicht mittelgepanzerte Truppen, also gegen die Early Game große. Gegen die großen Early Game Bubbles von leichter Infanterie ist der sehr, sehr gut. Sonst gegen die schwere Infanterie und Co. später habt ihr ja den Strom der Fäulnis, der einfach 100% rüstungsdurchbrechenden Schaden hat. Aber im Early ist das absolut geil, vor allen Dingen gegen sowas wie Orks oder so, die generell nicht viel Rüstung haben, die so generell alle mehr so mittelgepanzert sind, oder gegen Skaven, das kennt man dann noch, gegen große imperiale Regimenter aus Schwertträgern und sowas. Also da kann der wirklich schon richtig, richtig Bock machen. Ja, und unser letzter Zauber ist der fleischige Überfluss. Auch tatsächlich ein Spell, den ich sehr, sehr selten nutze. Einfach daraus, da die Nurgle Fraktion quasi auf so viel Heilung zugreifen können, dass sie eigentlich keinen richtigen Heilspell brauchen. Der fleischige Überfluss kostet für 16, ist quasi Single-Target-Heilspell, der 1,6 HP pro Sekunde wiederherstellt für 20 Sekunden, hat eine Abklingzeit von 54 Sekunden, also ein Cooldown. Ja, kannst du auf eine Einheit casten und wie gesagt, stellt halt extrem viel Lebenspunkte her, ist natürlich prädestiniert für Single-Target-Entities und große Einheiten. Alles, was einen sehr großen HP-Pool hat, will davon natürlich gecastet werden. Ihr wollt das eigentlich nicht, so wie er es hier macht, auf ein Infanterie-Regiment casten, weil da ist es meistens zu viel Heilung und ein Infanterie-Regiment hat ja das Problem, sie können keine Lebenspunkte mehr einstellen, wenn ihre Model-Anzahl quasi die maximale Anzahl der Lebenspunkte erreicht hat. Wie gesagt, der stellt keine Models wieder her, der fleischige Überfluss, also ist eher so ein Single-Target-Ding. Ja, aber wie gesagt, ist ein bisschen überflüssig, wenn ich mich finde. Ich hätte hier gern noch einen AOE-Buff mir gewünscht für meine Gruppe oder so. Ich weiß nicht, ein bisschen Nahkampfangriff oder ein bisschen Rüstung oder so. Das leckt Nurgle immer ein bisschen. Rüstung. Ja, ihr habt eigentlich so viel Heilung in der Armee, dass ihr das eigentlich nicht braucht. Wenn ihr mal einen Helden habt, der irgendwo in Bedrängnis ist oder so, könnt ihr das halt draufschmeißen. Dann kriegt ihr halt guten Schwung HP wieder zurück. Was sind das? Das sind bei. Wenn man so 5.000, 6.000 HP, wenn man mal, sagen wir mal 6.000 HP, 1% von 6.000 sind 60, machen wir mal das Doppelte draus, machen wir mal 120 draus, oder machen wir mal 100 ganz generell, ne? 100 HP pro Sekunde, dauert 20 Sekunden, naja, dann sind wir bei, sind wir da bei 100, sind wir bei 2.000 HP, haben wir mir hergestellt. Ich mich jetzt nicht verrechnet habe, oder? 100 HP pro Sekunde für 20 Sekunden. Das sind 1000, genau. Das sind 2000 HP. Ist ein netter Schwung. Ist quasi, ja, ein Viertel bis ein Drittel so einer HP-Balken wieder. Ihr könnt das Ganze auch overcasten. Dann wird das ganze Ding ein Bereichseffekt. Kostet euch aber auch stolze 28 Energiekosten. Also, ja. Das ist dann sehr, sehr teuer.
ist natürlich dann ein Bereichseffekt, 35 Meter Bereichseffekt, heilt halt alle Einheiten um 1,6 HP pro Sekunden. Also das ist wirklich ein Spell, da könnte da dann der HP-Balken der Armee wirklich zusehen beim Hochlaufen. Also dieser Spell, wenn ihr ihn quasi gut bekommt und wirklich in, keine Ahnung, in eurer Armee 6, 7, 8 Single-Target-Entities haben und die alle so ein bisschen Schaden, also so ein Drittel bis Half-Life sind und ihr dann das Ding castet, Alter, da könnt ihr schon richtig, richtig viel Value rausholen. Aber das würde ich euch nur empfehlen, wenn ihr euch wirklich sicher seid, hier kriege ich jetzt richtig, richtig viel Value draus, weil 28 Magie, holla, die Waldfee ist das viel. Da kann man ja locker, keine Ahnung, 5, 6 von den Strom der Folgen casten, da kann man halt auch eine halbe Armee mit zerlegen beim Gegner. Ne? Also, das muss immer abgewogen werden, ob sich das lohnt oder nicht im Overcast-Modus. Aber wie gesagt, wenn er einen kriegt, wenn er wirklich sagen könnt, okay, ich habe hier jetzt 10, 12 Models, weil das hat keine Begrenzung, wie viele Models ihr damit castet, also Truppenregimenter damit casten könnt, ist das natürlich krass, wenn ihr eure ganze Armee damit targeten könnt, alle eure Einheiten sind quasi angedamaged oder so. Ah, ist sexy. Es ist wirklich sexy dann. Ja, das war's auch schon mit der guten Lehre des Nurgle. Wie gesagt, Lehre des Nurgle ist perfekt zugeschnitten auf den Spielstil, den Kugarf und Festus an den Tag legen. Alle anderen Fraktionen müssen sich quasi nicht drum kümmern. Ich würde euch empfehlen, solltet ihr Festus oder Kuga spielen, habt immer mindestens einen Magier an der Armee, der die Lehre des Nurgle kann. Einfach deswegen, weil ihr so viel Utility habt und so viel Sachen habt, die direkt in euren Spielstil mit rein schneiden. Kann ich euch nur empfehlen. Ihr könnt ja auch 2, 3 Magier mitnehmen bei Nurgle und Festus. Bei Kuga und Festus ist das überhaupt kein Problem. Weil die Magier halt auch später coole Mounts bekommen oder ein paar mehr andere coole Passive bekommen, ist also überhaupt nicht das Problem. Ja, das war die Lehre des Nurgle. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Wir gucken uns nächstes Mal noch die Lehre des Tienst an. Die Runenmagie werden wir so ein bisschen überspringen. Die habe ich bei den Zwergen schon behandelt. Das heißt, wir gucken uns die Lehre des Tienst nächstes Mal an. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Haut rein, bis dann noch.